Hallo Joe, hallo Do, herzlich willkommen zum Zimmerduell. Wer von euch friert schneller? Das ist einfach, oder? Ich glaube auch. Was hast du? Ich hab dich. Ja, okay, ich mich auch. Gut. Ja, guck mal, Joe hat immer kalte Hände, kalte Füße. Yep. Guck mal, so gut kennen wir uns. Wer von euch hat immer die Haare schön? Und? Yay! Ja! Ich finde aber, du hast auch deine Haare schön. Ja, aber du kümmerst dich noch mehr drum. Ja, das stimmt. Also, mit deinen Locken, die müssen immer on top sein. Ja, es geht jetzt so, ne? Kann besser sein. Wer von euch ist risikofreudiger? Wer geht mehr ins Risiko? Oh. Ja, dann würde ich, glaube ich, das machen. Jo? Darf man auch unentschieden machen, oder? Ja, also wenn, dann... Aber wir machen keinen Unentschieden, oder? Nee, weil, okay. Ja, lass eine nehmen. Wir entscheiden uns für jemanden, okay. Ja, ich habe einen genommen. Ich auch. Und? Ich glaube, wir haben es nicht... Ja! Ja! Guck mal, wir kennen uns so gut. Krass. Jo, ich bin stolz auf dich. Sonst hätte ich auch unentschieden, glaube ich. Ja, ich hätte auch so gemacht, aber... Ja. Lass uns entscheiden, weil dann... So. Ja. Ja. Okay, gut. Dann die nächste Frage. Wer ist die bessere Autofahrerin? Warum das? So. So. Ich glaube, also die ist schon witzig, aber ich glaube, wir haben schon die gleiche. Ja, das ist gut. Ja? Ja, also wir haben auch mal zusammen gefahren. Also ja. Joe hat mich immer mitgenommen. Ja, also du fährst nicht schlecht, aber... Nee, also wir fahren beide gut, aber du fährst vielleicht ein bisschen mehr Vorsicht, oder? Ja. Ja. Also wenn wir dann die andere Frage mit Risiko, dann hast du schon... Ja. Stimmt. Ja. Wer redet mehr? Oh. Das ist schon schwierig. Ja, aber also ich habe mich schon entschieden. Hast du dich auch entschieden? Ich habe jetzt auch entschieden. Ja? Mhm. Und? Hä? Ich habe mich für dich entschieden. Ich habe für mich auch. Ja, gut. Ja. Gut. Schön. Ja. Ja. Wer ist ordentlicher? Puh. Das ist schwer. Die ist schwer, aber... Hast du schon? Ja. Ordentlicher. Also denk noch mal an dieses Trainingslager in Portugal. Ich bin ordentlicher. Ja, ich habe auch dich genommen. Aber es ist hart an der Grenze. Aber ich habe von dir gelernt. Ich habe gesehen, du hast nicht deine Sache in deinen Schrank, aber ich schon. Gut. Deswegen ist es vielleicht jetzt eher unentschieden. Okay, ja. Nee, ich habe meine auf dem Tisch. Ja, aber ich habe gesehen, wie schön es da lag. Ja, schön zusammengelegt. Krass, bis jetzt alles gut. Mhm. Wir machen weiter. Wer von euch beiden ist ängstlicher? Ich habe entschieden, du? Ich habe dich. Ja. Bei allem. Immer wenn sie eine spannende Serie oder so schaut, dann fragt sie, ob ich mitgucken möchte. Und ich frage erstmal, worum es geht. Und dann denke ich mir, nee, das könnte zu spannend sein. Und auch wenn irgendwie eine Spinne oder so im Zimmer ist, war. Ja, die war schon auch relativ einfach. Gleich die nächste Frage. Wer von euch beiden ist häufiger am Handy? Häufiger am Handy? Ja, ich glaube schon. Ja, es ist schwierig. Ja? Gut. Ja. Wer von euch beiden ist neugieriger? Hm. Ah, die ist schwierig. Mhm. Ich würde, glaube ich, das nehmen. Also ich finde, wir sind beide relativ gleichwürdig, oder? Ja. Ja. Okay, ich entscheide mich so. Nein! Oh, ich habe noch nicht zu! Ich habe vergessen, was wir unentschieden machen können. Aber ich dachte, weil du fragst immer viel. Und das, also weißt du? Ja, aber ich bin einfach interessiert. Oder findest du, ich bin neugierig? Shit! Nein, aber interessiert. Und das habe ich darauf gezogen. So ein okay, bisschen. Alles klar. Dann würde ich diese vergeben. Wer von euch beiden ist die bessere Partybegleitung? Partybegleitung? Oh, das ging schnell. Dancing Queen. Bisschen. Stark, Joe. Mhm.
Wer von euch beiden kocht besser? Oh! Hast du schon? Mhm. Ah, Mist. Sei clever. Sei clever, meint unentschieden. Yes. Nee, wir kochen beide sehr gerne. Viel. Ja. Von daher würde ich sagen, dass wir beide sehr gut kochen können. Ja. Obwohl, ich denke schon, dass wir. Ja. Ich denke aber, dass wir noch mal öfter zusammen füreinander kochen können, weil eigentlich haben wir das nicht wirklich gemacht, oder? Ja, nein. Erst einmal, glaube ich. Ja. Okay. Kommen wir zur nächsten Frage. Wer war garantiert Lehrerliebling in der Schule? Wen mochten alle Lehrer? Okay, da kannte ich Doja noch nicht. Nee, das ist auch schwierig. Ich glaube, wir waren beide artig. Jo. Nein! Oh, ich wollte es leisten. Ja, wir hätten auch unentschieden nehmen können. Nee. Aber sonst hätte ich auch eher zu mir tendiert, obwohl ich nie ein Liebling war, aber ich habe nie irgendwas angestellt. Ich war nur bei bestimmten Lehrer Liebling. Beim Sportlehrer, oder? Ja. Und Mathe. Ich habe Mathe geliebt. Zack. Du? Du warst bei keiner. Bio tatsächlich mache ich gerne. Hm? Bio und Chemie. Wer von euch beiden hat den besseren Style? Boah. Hm. Geil. Ich würde gern gucken, du, was du hast. Hast du entschieden? Nein, noch nicht. Ich finde es wirklich schwer, weil ich finde, jeder hat auf seinem eigenen Weise Style. Einen guten Style. Von daher finde ich das blöd zu sagen. Ja. Was? Ich hätte dich genommen sonst. Oh, krass. Aber schön, dass wir so einander so toll finden. Weil ich fand damals, am Anfang warst du noch Praktikant, oder? Mhm. Und dann kamst du immer zum Training so schön angezogen. Aber da war ich immer im Büro. Ja, aber fand ich auch schön. Ah, schade. Wer spielt aggressiver? Hast du genommen? Mhm. Du hast es auch so, ich hab schon genommen. Mir. Mhm. Yes. Ja. Wer sammelt mehr gelbe Karten? Joe, du musst jetzt auch clever sein. Oh, oh. Dann warte doch. Da muss ich noch überlegen. Aber ich hätte so gemacht. Was hättest du gemacht? Ich? Hä? Ja, weil du aggressiv was bist. Ja, aber wir holen doch beide keinen, oder? Ich weiß nicht, ich achte nicht so drauf, ob du die Karten bekommst. Ich glaube, ich hatte bis jetzt eine Seite hier bin. Du? Ja, ich auch. Ja, siehst du? Deswegen. Das schaue ich erstmal nach. Okay, aber ich glaube, ich hatte vielleicht eine. Okay, dann tut es mir leid. Alles klar. Wer meckert mehr auf dem Platz? Oh, hast du schon? Okay, warte. Ich höre auf einmal. Ich hatte schon, ja, aber ich vergesse immer, dass man auch unentschieden machen kann. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann hätte ich eine Tendenz, ja? Dann musst du die Tendenz jetzt nochmal hoch. Also du hast eine genommen? Ich habe jemanden genommen, ja. Wer meckert mehr? Auf dem Platz. Auf dem Platz. Wenn überhaupt, aber nee. Okay. Ich mach so. Okay, warte. Hast du jetzt jemanden genommen oder nicht? Ich habe... Also, hast du genommen? Oder nie? Ich hätte fast wegen genommen. Okay, nein, ich nehme eins. Oh, Gott. Ja, gut. Hey, ich merke nicht auf dem Platz. Und wenn dann sagst du mal, was du meckerst auf mich. Nee. Also deswegen ist das unentschieden, finde ich. Ich finde auch unentschieden. Ja, gut. Puh, in letzter Sekunde. Aber du hattest direkt fleißig mich hoch. Ja. Weil ich rede auf dem Platz, aber ich meckere nicht. Ja, also? Stimmt. Wer von euch beiden ist ruhiger am Ball? Hast du schon ausgewählt? Ja, ja.
Ja, ja. Die ist einfach. Also, ich find uns beide richtig gut, aber... Ja. Wenn du so schnell bist, dann mache ich so, aber ich, ist es an der Grenze. Okay, dann will ich noch. Ja. Ja, aber ich bin auch eher so... Also, weil außen ist schon auch wieder anders als IV. Mhm. Aber ich habe jetzt die IV wieder gespielt. Ja, weiß ich, aber ich kenne dich am besten als AV. Okay, ja. Deswegen fand ich, weil du weniger Zeit hast, musst du auch schneller und dann ist es auch schwieriger. Mhm. Und als IV hast du ganz oft auch echt viel Zeit, wie du jetzt auch gemerkt hast wahrscheinlich. Ja. Und da hast du auch mehr Optionen manchmal. Ja. Boah, gute Analyse.